In diesem Video zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie der Bausatz Heiße Bahn aufgebaut wird. Für diesen Bausatz benötigst du einen Lötkolben, Lötzinn, einen Elektronik-Seitenschneider, einen Schlitzschraubendreher, eine Abisolierzange und drei Mignon-Batterien. Zusätzlich empfehlen wir eine Entlötpumpe, eine Abbiegevorrichtung für Bauteile, eine Widerstandsuhr, eine Haltevorrichtung für Platinen und einen Pin-Ausrichter für ICs. Als erstes nimmst du die Bauteile aus der Verpackung und kontrollierst den Inhalt mit Hilfe der Stückliste auf Vollständigkeit. Bei diesem Bausatz wird mit den Widerständen angefangen. Die Werte der einzelnen Bauteile kannst du der Anleitung entnehmen. Die Widerstände werden mit Hilfe der Abbiegevorrichtung auf das entsprechende Rastermaß gebogen und auf die Platine gesteckt. Sobald die Widerstände an der richtigen Position aufgesteckt wurden, können diese festgelötet werden. Wie man richtig lötet und worauf man achten sollte, kannst du dir auf unserem Kanal anschauen. Das Video hierzu ist in der Beschreibung verlinkt. Als nächstes folgen die Transistoren. Achte hierbei darauf, dass du sie nicht miteinander vertauschst. Bei Transistoren ist besonders auf die Polung zu achten. Stecke diese so auf die Platine, dass die Kontur des Bauteils mit dem Aufdruck übereinstimmt. Bei dem Elektrolytkondensator muss ebenfalls auf die Polung geachtet werden. Hier ist der Minuspol an der farblichen Markierung am Gehäuse und an dem kurzen Anschlussdraht zu erkennen. Der lange Anschlussdraht ist wiederum der Pluspol. Bei dem Folienkondensator C1 ist die Montagerichtung egal. Die C-Fassung ist so aufzustecken, dass die Kontur des Bauteils mit dem Aufdruck übereinstimmt. Um einen sicheren Halt zu gewährleisten, kannst du die diagonal gegenüberliegenden Beine mit einem Schlitzschraubendreher vorsichtig umbiegen. Die letzten Bauteile sind die LED-Anzeige, der Signalgeber und die Anschlussklemmen. Beginne hierbei mit der LED-Anzeige. Diese wird mit den Trennpunkten nach unten montiert. Als nächstes kommt der Signalgeber. Achte hierbei auf die Polung. Der Pluspol ist mit einer Folie auf dem Bauteil markiert. Um die Lötarbeiten abzuschließen, werden noch die Anschlussklemmen mit dem Klemmbereich nach außen montiert. Nachdem alle Bauteile festgelötet wurden, wird jetzt das IC in den Sockel gesteckt. Das IC ist auf der Oberseite mit einem Punkt markiert. Die Markierung muss in Richtung der Einkerbung an der Fassung zeigen. Falls möglich, benutze den Ausrichter, um die Pins näher zusammenzubringen, damit das IC besser in die Fassung gesteckt werden kann. Um den Bausatz in Betrieb nehmen zu können, wird der Batterieclip an die linke Anschlussklemme angeschlossen und die Testleitung vorbereitet. Hierbei wird der rote Draht des Batterieclips an die Klemme angeschlossen, welche mit einem Plus markiert ist. Schneide jetzt das kurze Ende der Messleitung ab und entferne ein kleines Stück der Isolierung mit Hilfe der Abisolierzange.
Zur vereinfachten Montage kann in diesem Fall das offene Ende noch verzinnt werden. Die Messleitung wird an der oberen Anschlussklemme angeschlossen. Jetzt zeigen wir dir noch die Funktion des Bausatzes und die entsprechenden Einstellmöglichkeiten. Zum Starten wird der Batteriehalter mit 3 Mignon-Batterien an den Batterieclip angeschlossen. Jetzt ziehst du einen Durchgang im normalen Betrieb. Mit dem rechten Einstellungspunkt wird der Timer zurückgesetzt. Mit dem mittleren Punkt wird die Zeit eingestellt und beim linken wird der Summer aktiviert oder deaktiviert. Wenn im Timer der LED-Anzeige ein Punkt leuchtet, ist der Summer deaktiviert. Hinterlasse diesem Video einen Daumen nach oben, wenn du Spaß dran hattest und etwas mitnehmen konntest. Abonniere gerne den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren Videos von uns zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, euer Pollen Electronic Team.